Los geht also, ich gehe direkt rein. Hier in Ägypten als Araber wissen wir alle, lass uns ein bisschen über das Spiel gegen Saudi-Arabien und den 8er-Sieg reden. Also solche unkonventionale Ergebnisse im Fußball, die wir normalerweise von den Deutschen sehen, sehen wir selten. Wir wollten nur wissen, ist es die Mentalität der Unersetzlichkeit oder des Verlangens nach mehr, immer, aus der deutschen Mannschaft? Ich glaube, vorneweg muss man sagen, zu der Weltmeisterschaft 2002, wir wussten selber nicht, wo wir stehen. Und wir haben uns schon irgendwo was ausgerechnet, gerade gegen Saudi-Arabien auch zu gewinnen, dass das dann in so einer beeindruckenden Form dann vonstatten ging, hat uns auch positiv überrascht. Und natürlich will man im Spiel immer alles geben. Und da hört man dann auch gerade bei einer Weltmeisterschaft nicht nach einem 3-0 irgendwo auf, Fußball zu spielen. Will noch mehr, dass dann noch so viele Tore geschossen worden, umso schöner für uns damals. Ich glaube, für die Saudis war es nicht ganz so schön. Logisch auch weiß, obwohl, ich kann mich noch gut daran erinnern, die haben danach noch ein paar Fotos mit uns gemacht und war auch alles in Ordnung. Also ich glaube, so eine Mannschaft mit all diesen Stars, die da waren und der Oliver Kahn, der war der beste Spieler der WM 2002. Er war ein wesentlicher Grund für den Einzug Deutschlands ins Finale. War sein Fehler gegen Ronaldo für Sie schockierend im Finale oder? Sie haben das ja gerade richtig gesagt. Ich glaube, ohne Oliver Kahn wären wir gar nicht oder hätten wir gar nicht im Finale gestanden. Wären wir schon längst zu Hause gewesen, wahrscheinlich im Urlaub schon gewesen. Und das war auch jetzt nicht das große Problem oder ich fand es sowieso nicht als großen Fehler. Problematisch war eigentlich nur, dass der Oliver Kahn, wo wir vorher schlecht gespielt haben, überragend gehalten haben und wir in dem Finale unser bestes Spiel eigentlich fußballerisch gemacht haben und leider verloren haben. Und das war eigentlich das Ärgerliche an diesem Finale, wo wir gegen eine brasilianische Nationalmannschaft gespielt haben, die da damals hochgespickte Spieler in ihren Reihen hatten. Ronaldo, Ronaldinho, Lucio war dabei, Roberto Carlos etc. Noch viele andere, wo wir wirklich dagegen gehalten haben und ein paar Rote geboten haben. Und war halt ärgerlich, dass wir dann verloren hatten. Ja, also ich glaube, die ganzen Namen, die Sie da gesagt haben und Oliver Kahn und alle, aber sehr wenige Spieler waren bei der Eröffnung der Weltmeisterschaft Mannschaftskapitän. Können Sie was beschreiben, wie das Gefühl war für Sie? Ja, das Gefühl an sich kann man natürlich nicht so in Worte ausdrücken. Natürlich ist das ein Moment, den man nie vergessen wird. Logischerweise, wann findet eine Weltmeisterschaft im eigenen Land statt? Selten. Dann darf man daran teilnehmen als Fußballer, was natürlich für einen Fußballer immer das Größte ist. Und dann auch als Kapitän aufzulaufen. Das ist ein Eindruck, den man nie in seinem Leben, ich persönlich nie vergessen werde und der mir immer in guter Erinnerung bleibt. War natürlich ein sensationelles Erlebnis, Kapitän zu sein bei einem Eröffnungsspiel. Ich glaube, so Pi mal Daumen, 1,5 Milliarden, 2 Milliarden Leute auf der Welt haben da zugeschaut. Und ich durfte die deutsche Nationalmannschaft aufs Feld führen. Zum Glück haben wir dann auch gegen Costa Rica noch 4-2 gewonnen. Ja. Hat es dann letztendlich perfekt gemacht. Also Deutschland, Sie haben das gesagt, es gucken so viele Leute zu. Ich glaube, alle Deutsche wollen immer, dass Deutschland alles machen kann, was die können. Und mit den Namen, die wir schon gesagt haben, wir wollen nur fragen, Deutschland hatte fast nie einen prominenten Star, der sich von seinen Kollegen mit hervorhob. Wir haben das 2002 und 2006 gesehen und sogar bei der Krönung 2014. Wie können Sie das so erklären? Ja, ich glaube, das wird auch in den Nachwuchsmannschaften schon so gelebt, dass man als Mannschaft auftritt, zusammen gewinnt, auch zusammen verliert. Da gehören Höhen und Tiefen dazu und da zählt halt auch letztendlich jeder einzelne Spieler dazu. Und das hat, glaube ich, meiner Meinung nach, oder wird es auch dieses Jahr wieder, glaube ich, bei der WM in Katar auszeichnen, dass wir als Mannschaft immer geschlossen auftreten und Teamgeist bilden, darüber natürlich mit der Leidenschaft, mit der Mentalität, mit der Einsatzbereitschaft, was Deutschen immer ausgezeichnet hatten. Trotz alledem der Unterschied ist zu meiner damaligen Zeit, dass Deutschland jetzt technisch und taktisch individuell
viel besser geworden ist, als zu meiner Zeit war. Und da auch viele richtig, richtig starke Spieler in ihren Reihen haben. Klar kann man das nicht vergleichen jetzt mit dem Ronaldo, Messi, Neymar, ne, die dann die Stars in ihren eigenen sind. Trotz alledem ist es ähnlich. Vielleicht ist das auch, fällt mir gerade auf, wenn ich das so erzähle, europäisch, weil Frankreich hat auch nicht den absoluten Superstar. Da haben die auch Weltklasse-Spieler in ihren Reihen, die Spiele allein entscheiden können. Jetzt gerade ist Mbappé logischerweise, als wenn ich das jetzt vergleichen kann mit den Südamerikanern, die immer so einzelne eins, zwei Top-Spieler hatten in ihren Reihen. Ja, also meiner Meinung nach haben Sie hundertprozentig recht. Ich würde immer, wenn ich nach der WM denke, 2002, ist es immer Ronaldo, ist es immer Oliver Kahn oder sowas. Aber meine eigenen Erinnerungen an der WM sind immer verschieden wegen Deutschland. Aber was für Sie Ihre schönste Erinnerung bei der WM, also als Spieler und in der Kindheit? Beeindruckendsten war die Weltmeisterschaft, glaube ich, 1986. Mit Argentinien, auch 82 schon, mit Maradona, Diego Armando Maradona, der mich dann vor dem Fernseher begeistert hat, inspiriert hat und dann, sage ich mal, auch für einen gewissen Zeitraum auch mein Vorbild war. Das habe ich so in Erinnerung. Darüber hinaus habe ich auch in Erinnerung Deutschland. Ich bin in der DDR aufgewachsen, damals für uns BRD. Genau die Sachen, die ich gerade gesagt habe, dass sie niemals aufgegeben haben, egal ob sie hinten waren, immer wieder versucht weiterzumachen und nie aufgesteckt haben. Ja. Das ist so für mich in Erinnerung geblieben, wo ich klein war, Kind war. Trotz alledem habe ich auch mich über andere Mannschaften gefreut, die da aufgetreten sind. Habe dann auch teilweise zu den Underdogs gehalten und die Daumen gedrückt. Außer damals Saudi-Arabien. Also als Spieler wäre das diejenige, die im Umhang ist. Aber es ist nie leicht. Sie wussten wahrscheinlich, dass die Frage kommt, aber das Champions League-Finale und WM-Finale in etwa anderthalb Monaten zu verlieren, ist das das Schlimmste, was einem Fußballer passieren kann? Sie haben da nur zwei Sachen. Ne? Wir haben mit dem Verein, mit Leverkusen, auch noch das Pokalfinale verloren. Leider. Und Meisterschaft sind wir auch nur Zweiter geworden. Also in dem Sinne viermal Zweiter, viermal Vize. Der zweite Platz ist immer der erste Verlierer, logischerweise. Und damit kann man nie zufrieden sein und hat uns mit Sicherheit auch nicht glücklich gemacht. Trotz alledem können wir auch stolz sein, dass mit Leverkusen damals in den Champions League-Finale gekommen zu sein. Genauso hat es niemand erwartet, dass Deutschland ins WM-Finale kommt. Zu der damaligen Zeit haben alle gedacht, ja, Vorrunde vielleicht noch. Und dann sind wir letztendlich, aber Achtelfinale ist spätestens Schluss, aber wir sind dann letztendlich noch bis ins Finale gekommen. Und deswegen sind es, ich will jetzt nicht sagen Erfolge, ich hätte gern einen Titel gewonnen, muss man ganz klar sagen. Aber wir hatten auch in den gewissen Phasen in der Meisterschaft mit Bayer Leverkusen oder auch in den Spielen, Brasilien-Finale war Oliver Neuville, ein Pfostenschuss, hätte auch mal reingehen können. Champions League-Finale mit Real Madrid, die da auch mit großen Namen gespielt haben, mit Figo, mit Zidane. Garcia sein erstes Spiel gemacht, Weltklasse gehalten. Habe ich das Fortune gehabt, was man in so einem Spiel braucht. Das Spieltagsglück hat uns da in gewissen Spielen da auch gefehlt. Was natürlich trotz alledem war, aber trotzdem Finale zu spielen und ein WM-Finale zu spielen in einem Jahr, das schaffen nicht so viele. Bestimmt nicht. Aber beziehungsweise zum Thema Zidane, also ich selber habe schon dieses Video 1000 Mal gesehen, also muss ich fragen, wie sah es aus, Zidanes Tor im Finale der UEFA Champions League 2002 vom Feld? Also Sie waren selber da, ich habe das Video 1000 Mal gesehen, aber wie sah es aus vom Feld? Also ganz ehrlich, in dem Spiel habe ich gedacht, okay, wir liegen zurück. Aus heutiger Sicht, wenn ich das öfters habe, auch oft genug gesehen, logischerweise,
Sensationeller Schuss und zu der damaligen Zeit konnte das eigentlich nur Zinedine Zidane schießen, der für mich auch irgendwo ein Vorbild war, Weltklasse-Fußballer war, Sachen gemacht hat, die man nicht überall sehen konnte. Und er halt auch die Fähigkeiten hatte, so einen Schuss reinzumachen, was für mich auf dem Platz in dem Moment ärgerlich war. Ich glaube, wäre ich Zuschauer gewesen, hätte ich auch geklatscht. Aber wir lagen dann leider 1-0 zurück. Oder nee, es war 2-1. 2-1 war das. Glaube ich, ja, 2-1. Also wir selber als Ägypter hatten wir nur einen Spieler bei einer Champions-League-Finale, Mohamed Salah. Aber Sie haben selber schon in der deutschen Liga auch viele ägyptische Spieler trafen Sie. Allen voran Henny Ramsey und Mohamed Aymara. Können Sie sich an diese Spiele erinnern oder wie erinnern Sie sich an diese Begegnungen, wenn sie passiert waren? An Ramsey kann ich mich noch etwas erinnern. Ich glaube auch Lautern und Werder Bremen hat er gespielt, ist das richtig? Kaiserslautern. Kaiserslautern, Werder Bremen. Ja. Großer Spieler, cleverer Spieler, technisch starker Spieler, hat er auch zu beiden Vereinen sehr gut gepasst. Kopfballstarker Spieler, hat immer nett und freundlich gewirkt, aber wollte immer, hatte ich das Gefühl, das Beste für sich und für seine Mannschaft. Ja. Was ist denn eigentlich mit Zidane? Mohamed Zidane bei Mainz? Das war kein. Der war auch ein Ägypter, oder? Ja, der war bei Hamburg, Werder Bremen, Mainz. Mainz, Dortmund auch. Den habe ich zum Beispiel auch gut in Erinnerung. Schneller, flinker Spieler, der Tore geschossen hat. Was dann letztendlich so die afrikanischen Mannschaften auszeichnet oder die Spieler auszeichnet. Ne, dass sie da technisch immer versiert waren, kreativ waren, starker am Ball waren und auch schnell und flink. Ich wollte auch kurz fragen, können Sie mir ein bisschen erzählen von Ihrer Rückkehr nach Ihrer Verletzung im Mai 2009 gegen Borussia Mönchengladbach? Wie haben Sie sich in diesem Moment gefühlt, also die Rückkehr? Ja, aber zu dem damaligen Zeitpunkt ein großartiges Gefühl, weil eine sehr lange Leidenszeit hinter einen lag. Ja. Wir haben damals in Gladbach gespielt, genau. Und wurde dann beim Stand von 4-0, 80. Minute rum eingewechselt und das ganze Stadion, auch die Gladbacher Fans, haben applaudiert, kannten ja dann logischerweise durch die Öffentlichkeit meine Leidenszeit. Und das freute uns natürlich sehr und hat man eine große Anerkennung bekommen. Und für die ganzen Tage, für die Reha-Zeit, wo man da alleine geschuftet hat, wurde man dann letztendlich nochmal mit Applaus belohnt. Hab dann auch in dem Spiel noch ein Tor vorbereitet zum 5-0. Auf Katlec hat es, glaube ich, geschossen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich dann aufhören werde. Einen Monat später, aufgrund von meiner Verletzung, war es dann notwendig, dass ich da aufhören musste. Damit ist natürlich aus heutiger Sicht mein letztes Spiel gewesen, was natürlich irgendwo immer ärgerlich ist, wenn man aufgrund von Gesundheitsproblemen aufhören muss. Ja, also das passiert immer mit besonderen Spielern, kann man sich immer an diese Sachen erinnern. Aber Sie waren auch ein ganz großartiger und besonderer Spieler. Wir wollen nur wissen, können Sie mir ein bisschen erzählen von den Möglichkeiten, die Sie hatten? Also sich den großen Clubs in Spanien oder England anzuschließen, also im Besonderen, als Sie nach der Saison 2002 kurz davor standen, ein Angebot von FC Barcelona zu erhalten? Ja, da standen auch ein paar Vereine, ja, hatten schon Interesse, aber es wurde nie konkret. Aber Barcelona war es zweimal, einmal direkt in der Saison und eine Saison später auch nochmal, hatten sie es auch nochmal versucht. Leider ist unsere große Mannschaft, großartige Mannschaft von Bayer Leverkusen ein bisschen auseinandergebrochen. Mhm. Und da wollte mich Leverkusen in dem Jahr auch nicht noch gehen lassen. Und deswegen hat es dann auch aus verschiedenen Gründen auch ein Jahr später nicht geklappt. Was natürlich, ich hätte es gerne gemacht. Logischerweise hat Vereinsseite gesagt, leider nicht. Ja, nee, es ist immer so der Fall mit allen Spielern. Aber ich glaube, es war der Ballack war auch weg, der Lucio, beide nach Bayern München. Und ja, aber mit Lucio, wir haben auch ganz viel über Brasilianer geredet, Lucio, Ronaldo und so weiter. Ich wollte nur wissen, was ist Ihr Lieblingsspitzname? Also Sie waren immer als weißer Brasilianer genannt oder Schnicks. Was wäre Ihr Lieblingsspitzname und warum?
Also meine Freunde nennen mich immer Schnicks. Ja. Von klein auf, weil ich immer fußballerisch schnicken wollte, einfach ja. Fußball spielen, die Leute austribbeln wollte, Vorlagen geben wollen und deswegen von Schneider Schnicks umgewandelt durch Schnicken im Fußball. Ja. Und deswegen bin ich dann zum relativ in frühen, jungen Jahren zum Spitznamen Schnicks gekommen. Weiße Brasilianer ist dann, ja, dann mehr oder weniger durch das Endspiel im Finale 2002 entstanden. Ja, wo mich dann der Reporter war, wenn ich richtig mich erinnere, mich dann als weißer Brasilianer getauft hat. Und da hatten wir in Leverkusen auch viele, viele brasilianische Spieler bei uns, Nationalspieler dabei, wo es natürlich, wo man sich das ein oder andere oder den ein oder anderen brasilianischen Trick sich abschauen konnte. Ja, bestimmt. Und ja, das haben Sie gerade gesagt, wollte ich auch nachfragen. Also würden Sie lieber auf brasilianische oder auf deutsche Art Fußball spielen? Ich glaube, ich bin in Deutschland geboren und deswegen mag ich die deutsche Spielweise. Aber trotzdem gehört halt Hackelspitze 1, 2, 3 gehört auch mit zum Fußball. Ja, schon sicher. Sie hatten in der Champions League 2002 die meisten Assists. War es das beste Assist, können Sie sich an eins erinnern, dass das beste war? Oder vielleicht nicht dieses Jahr, aber eine von Ihrer ganzen Karriere? Ich glaube, ja, das Ärgerliche war halt im Finale gegen Real Madrid, hat Lucio reingeköpft. Mhm. Hat leider nicht gereicht. Man United, das war das Halbfinale. Vorlage auf Oliver Neville, ich glaube, es war zum 2-2 oder 1-1. Ja. Das bleibt mir in Erinnerung, trotz alledem. In diesem Jahr habe ich Fenerbahce Vorrunde, in Deutschland wird das immer gekürt, Tor des Monats geschossen. Mhm. Von links stand so rechts am Strafraum, der Ball rutscht, springt einmal auf und schießt dann direkt in die lange Ecke oben ins Triangle. Das Tor, logischerweise, werde ich auch nicht vergessen. Das war auch aber in der Champions-League-Saison, 2001, 2002. Aber das habe ich gar nicht gewusst, dass ich da die meisten Vorlagen gemacht habe. Also jetzt noch zwei Fragen, also die haben vielleicht nicht so viel mit Fußball zu tun, aber gab es wegen der Namensgleichigkeiten zwischen Ihnen und dem Rennfahrer Bernd Schneider schon mal eine komische Situation? Gab es irgendwie, hat jemand nachgefragt, ob Sie das wären oder ob der andere Bernd Schuster Fußballer wäre oder? Ja, ja, gab es immer mal Verwechslungen, wo der eine gedacht hat, es ist der Formel-1-Fahrer Bernd Schneider, Bernd Schuster, gab es auch mal Verwechslungen. Auch Reporter haben mal zu mir Bernd Schuster gesagt. Ja, das ist aber ganz normal, damit konnte ich aber immer in aller Ruhe umgehen. Und noch eine letzte Frage. Also Sie haben das silberne Lorbeerblatt aus Deutschland gekriegt, ist für uns das Höchste im Sport. Wie haben Sie sich da gefühlt, als Sie das gekriegt haben? Ja, das ist eine Auszeichnung, die man nicht alltäglich bekommt, logischerweise. Und ich habe das ähnlich so empfunden, weil es ist so eine große Auszeichnung, wo man einfach stolz darauf sein kann. Ja, gerade auch in Berlin das zu bekommen, beim Bundespräsidenten sich das abzuholen, war ja ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Also Bernd, vielen, vielen Dank für alles. Noch eine letzte Frage. Wer wird wahrscheinlich diese WM hier, was für ein Finale, glauben Sie, wird passieren? Na klar, Deutschland ist dabei. Schön wäre es, Deutschland passieren, Deutschland, Frankreich. Da gibt es einige. Ne, aber ich möchte oder ich hoffe, dass Deutschland im Finale steht. Kairo war ich auch schon einmal. Urlaub. Ja? Urlaub. Nilkreuzfahrt habe ich gemacht. Hm? In Aswan, Luxor. Aswan, Luxor, ja. Aber Kairo ist jetzt viel wärmer. Also, nee, Luxor, Aswan ist jetzt viel, viel wärmer. Luxor, Aswan ist jetzt vielleicht 32 Grad oder so. Kairo ist 22, 23 Grad. Für Urlaub wäre ich bestimmt in Luxor und Aswan gemacht hätten, ja. Im Winter. Was im Winter? Ja, ich war im Winter. Genau. Ja. Nilkreuzfahrt. Ja. Und dann drei Tage Ägypten, Pyramiden in der Hauptstadt Kairo. Ja. Und wie haben Sie die Pyramiden gefunden? Ja,
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Fast so wie es WM-Eröffnungsspiel.